Herzlich willkommen zur nächsten Folge zu Undertale. Wir sind kurz vor einem Kampf und den werden wir jetzt beschreiten gegen Undyne. Es ist also soweit. Es wird nicht mehr zurückgerannt. Los geht's! En garde! Undyne greift an, wir sind grün. Grün heißt, wir können nicht mehr flüchten. Herausfordern, ich fordere sie heraus zu einem Duell. Du erzählst an deinen, ihre Angriffe werden zu einfach, die Geschosse werden schneller. Solange du grün bist, kannst du nicht fliehen. Außer du schaffst es, Gefahr ins Gesicht zu sehen. Du wirst keine Sekunde gegen mich bestehen. Werden wir ja sehen. Andern stellt sich bedrohlich auf. Ich kann sowieso nichts machen. Also verschwunden sie. Nicht schlecht, wie gefällt dir das? Einfach abwehren, das schaffen wir. Andern denkt an ihre Freunde und hämmert mit den Fäusten auf den Boden. Seit Jahren träumen wir von einem glücklichen Ende. Undyne zeigt auf ihre heroische Art und Weise auf dem Himmel. Und jetzt kann man die Sonnenlicht bald sehen. Oh, das war schön. Das war smooth. Weiter geht's. Ihr werdet es uns nicht weiterhin nehmen. Okay. Ein Hit kassiert. 3 Damage macht das. Na, genug vom Aufwärmen. Bin ich auch für. Und wir können es wieder bewegen. Es riecht nach Sushi. Tschüss, Alter. Das gebe ich mir nicht. Und wir flüchten vor ihr. Aber sie holt uns natürlich schneller wieder ein. Und wir sind wieder grün. Diesmal kommst du mir nicht. Undyne greife an. Ich tue dir nur einen Gefallen. Total. Kein Mensch hat es jemals mit Oscar aufgenommen. Escor. Okay. Undyne hebt einen riesigen Felsen, nur weil sie es kann. Okay, Red Flags. Dich jetzt zu töten ist ein Akt der Gnade. Da. Nice, Digga. Ich bin echt noch gut in dem Kampf, das freut mich. Also hör auf, so verdammt robust zu sein. Niemals. Okay, da habe ich ein bisschen geschlafen. Da habe ich schon wieder geschlafen. Und wir können wieder fliehen. Ja. Mach's gut. Nein, ich wollte doch fliehen. Tschüss. Willkommen. Ey, ich wollte das lesen. Arschloch. Du bist das letzte Mal geflohen. Was sagst du jetzt? Alphys sagte mir, Menschen wären entschlossen. Ah, jetzt kommen die goldenen Angriffe. Ja, okay, sie flext wieder. Jetzt verstehe ich, was sie damit meinte. Kein Problem, damit komme ich klar. Aber ich bin ebenfalls entschlossen. Ich heal mich mal, weil ich keinen Bock habe zu sterben. Mein Ziel ist eigentlich kein einziges Mal zu sterben. Oder bin ich schon mal gestorben? Ich glaube schon. Ich glaube ganz am Anfang. Ah, was soll's. Ah, das war schön. Genau jetzt! Kein Problem, schaffen wir. Genau jetzt! Boah, Bro, war das schnell. Okay. Stirb endlich! Ah, fuck, ich bin durcheinander. Wie peinlich. Du kannst noch nicht aufgeben. Katsu, bleib entschlossen. Nein, ich bin genau in die letzte Attacke gestorben. Weil ich hab den Speer nicht kommen gesehen. Scheiße, es nervt mich. Eigentlich war ich ziemlich gut in dem Kampf. Ich bin nur gestorben, weil ich kurz verwirrt war.
Ja, lass es hinter uns bringen. Komm. Oh, das ist so ätzend. Oh. So, ich war jetzt extra ruhig, hab das bisschen gecuttet. Damit das ein bisschen einfacher ist. So. Jetzt hier waren wir eben. Hier bin ich eben gestorben. Das war richtig mies. Das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Naja, egal. Wir sollen es nicht davon unterkriegen. Zack. Aber Undyne ist ja auch stark. Entschlossen. Das sind wir auch. Perfekt. Ah, ich hab die unten. Nicht ernst genommen. Ich heal mich mal. Scheiße, Alter. Jetzt bin ich wieder unkonzentriert. Okay. Ja, genau so. Das war schön. Und jetzt verpissen wir uns. Ich hab Besseres zu tun. Rain. Hey, was geht ab? Ich hab nachgedacht. Du, ich und Andre sollten uns zusammenhängen. Wir werden bestimmt gute Freunde werden. Treffen wir uns später bei ihr zu Hause. Ja, gerade ungünstig. Wir wollen uns gerade umbringen. Nein, nein, nein. So knapp. Hör auf, wegzurennen. Halt mich nicht auf. Ey. Er pennt einfach. Sie regt sich auf darüber. Oh. Ey, unter der Rüstung müsste es doch mega warm sein, oder nicht? Rüstung. So. Heiß. Aber ich darf nicht aufgeben. Puh. Tja. Sie sieht trocken aus. Ja. So, wir nehmen einen Becher Wasser, bevor wir hier gegrillten Fisch haben. Und, naja. Schütten es über sie. Weil wir nett sind. Und sie geht einfach. Und wir sind in Hotland. Der Anblick eines eigenartigen Labors an einem Ort wie diesem. Du bist erfüllt mit Entschlossenheit. So, wenn wir jetzt hier runtergehen, haben wir jetzt, glaube ich, genau. Der Typ bringt uns zurück an andere Städte. Und kann man jetzt eigentlich jetzt schon Undyne besuchen? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Warte mal. Der Flussmann und die Flussfrau ist es nicht weiter wichtig. Ich liebe es, mit dem Boot zu fahren. Möchtest du mitfahren? Ja. Bring mich mal nach Waterfall. Ich will mal gucken, ob ich Undyne jetzt besuchen kann, jetzt wo ich sie besiegt habe. Mit Papyrus. Summ, 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 summ. Ich halte ein kleines Konzert. Okay. Komm doch mal wieder vorbei. Tralalalala. Ja, genau, hier war der Laden. Und wenn wir jetzt hier nach links gehen, genau, sind hier die Häuser. Ah, wir können sie wirklich besuchen.
Oh, der Kommission kommt an. Bist du bereit, mit mir und anderen abzählen? Ihr beide werdet tolle Freunde werden. Warum nicht? Okay, bleib hinter mir. Psst. Stell sicher, dass du ihr das hier gibst. Sie liebt diese Dinger. Nicht jeder liebt Knochen, Papyrus. Hi, Papyrus. Bereit für unser privates Zusatztraining? Darauf kannst du wetten. Und ich habe einen Freund mitgebracht. Ha, ich denke, dass wir uns schon... Scheiße. Warum kommt ihr beiden nicht herein? Hier, Andein. Mein Freund hat dir dieses Geschenk mitgebracht. Danke. Ich lege es einfach zu den anderen. Boah, Alter. Warum auch nicht? Sind wir bereit anzufangen? Oh je, Mene, ich erinnere mich gerade. Ich muss ins Badezimmer. Habt Spaß, ihr beiden. Bruder, das Badezimmer ist doch da hinten. Also, warum bist du hier? Möchtest du mir deinen Sieg unter die Nase reiben? Mich noch weiter demütigen? Was ist das? Nein. Warum bist du dann hier? Warte, ich habe es. Du meinst, dass ich mich mit dir anfreunden werde, was? Richtig? Ja. Wirklich? Wie entzückend, ich nehme an. Lass uns alle Freundschaften herumtanzen. Nicht. Warum sollte ich jemals mit dir befreundet sein wollen? Wenn du nicht mein Gast wärst, hätte ich dich längst vermöbelt. Du bist der Feind unserer Hoffnung und Träume. Ich werde niemals deine Freundin sein. Und jetzt verlass mein Haus. Verflixt, wie schade. Ich dachte, Andein könnte mit dir befreundet sein. Aber ich habe sie wohl überschätzt. Sie ist der Herausforderung wohl nicht gewachsen. Herausforderung? Was? Papyrus, warte mal. Verdammt. Er denkt, ich könnte nicht mit dir befreundet sein? Was für ein Witz. Mit einem Verlierer wie dir könnte ich mich immer anfreunden. Ich zeige es ihm. Also, Mensch. Wir werden nicht nur Freunde, wir werden beste Freunde. Du wirst mich so sehr mögen müssen. Du wirst an niemand anderen mehr denken. Puh, das ist die perfekte Rache. Warum setzt du dich nicht hin? Was ist, wenn ich einfach stehen bleibe? Reagiert die da drauf? Ich kann nicht glauben, dass es so aus dem Fenster sprang. Normalerweise ist die Landung perfekt. Oh Mann. Eines Tages kam Alphys vor. Freund von hier vorbei. Aber er lag nur verführerisch auf dem Klavier und hat Weintrauben genascht. Das ist ziemlich komisch. Ich mag diesen Typen nicht wirklich. Aber ich bewundere seine Lebenseinstellung. Du willst mein Zimmer sehen? Zu schade. Nerds sind nicht erlaubt. Naja, vielleicht manche Nerds. In der Spüle liegt eine Tasse in der Form eines Fisches. Da oft ist irgend so ein MTT-Spitzenprodukt. Aber weißt du, egal wie die Technologie auch voranschreitet, nichts schlägt mit Feuermagie von Hand gekochtes Essen. Es ist ein Silberkasten, hier sind Gabeln und Würmesser. Kleine Schwerter, Echsensperre und Chakros. Ah ja. Ich hasse kaltes Essen. Also hat Alphys meinen Kühlschrank auf Hitze umgebaut. Heißschrank. Die tollste Erfindung auf der Welt. Alter. Die Menschen sind doof, aber ihre Geschichte ist wirklich toll. Paradebeispiel, dieses riesige Schwert. Menschen haben Schwerter, die zehnmal so groß wie sie waren, benutzt. Richtig? Richtig. Ich wusste es. Als ich das erste Mal hörte, wollte ich sofort eins haben. Also habe ich mit Alphys zusammen ein Schwert gebaut. Sie hat alle Details selber herausgefunden. Sie ist intelligent, was? Gut, ich setz mich da mal hin. Gemütlich? Ich hole dir etwas zu trinken. Wenn ich runtergehe, rastet die, glaube ich, aus, oder? Okay, ich kann nicht. Das ist alles. Was möchtest du? Alter. Hey, ich steh nicht auf. Du bist der Gast, setz dich hin und hab Spaß. Warum zeigst du nicht, was du haben möchtest? Du kannst diesen Speer verwenden. Okay.
Zucker kommt in den Tee. Limo. Übersüßt gelbe Flüssigkeit. Okay. Heißer Kakao, grüner Zylinder. Teebox, offensichtliche Wahl. Ah, Tee. Tee, was? Kommt sofort. Aber bitte mit Zucker, ja. Es dauert einen Moment, bis das Wasser kocht. Ja, mir ist bewusst, dass sie weiblich ist, aber ich spreche sie ein bisschen männlicher aus, weil sie halt eine starke Aura hat. Das ist das Geräusch. Okay, er ist fertig. Außerdem bin ich zu schlecht in weiblicher Synchronisation. Bitteschön. Vorsicht, er ist heiß. Wer hätte es gedacht? Er ist nicht so heiß, trink ihn schon endlich. Du nippst von dem Tee, es brennt. Natürlich. Aber ansonsten ist er ziemlich gut. Er ist gut, was? Nichts als der Beste für meinen kostbaren Freund. Yeah. Hey, weißt du, es ist komisch, dass du diesen Tee gewählt hast. Goldblumentee. Das ist Ezros Lieblingssorte. Wenn ich so darüber nachdenke. Erinnerst du mich ein wenig an ihn? Ihr seid beide totale Weicheier. Irgendwie. Weißt du, ich war ein ziemlich hitzköpfiges Kind. Ich habe einmal versucht, Ezros zu bekämpfen, um mich zu beweisen. Die Betonung liegt auf versucht. Ich konnte ihn nicht einmal treffen. Und viel schlimmer, er wollte nicht zurückschlagen. Ich war so gedemütigt. Danach hat er sich entschuldigt und etwas Albernes gesagt. Entschuldige, möchtest du wissen, wie man mich besiegt? Ich sagte ja, und von dem Zeitpunkt an trainierte er mich. Eines Tages habe ich ihn während meiner Übung endlich besiegt. Ich fühlte mich mies. Aber er strahlte. Ich sah noch nie, wie jemand so stolz darauf war, verhauen zu werden. Lange Rede, kurzer Sinn, er hat mich weiter trainiert. Und jetzt bin ich die Anführerin der Königsgarde. Ich bin jetzt diejenige, die den Deppen das Kämpfen beibringt. Wie zum Beispiel Papyrus. Aber, um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob ich Papyrus je zur Königsgarde einlade. Aber sag ihm das nicht, dass ich das erzählt habe. Er ist, naja, ich meine, er ist nicht schwach. Er ist sogar richtig zäh. Es ist nur, er ist einfach zu freundlich und unschuldig. Ich meine, sieh mal, er sollte dich fangen und hat sich letztendlich mit dir angefreundet. Ich könnte ihn nie in den Kampf schicken. Er würde zu kleinen lächelnden Splittern zerhackt werden. Das ist der Grund, warum ich angefangen habe, ihm das Kochen beizubringen, weißt du? Damit er viel leichter etwas anderes im Leben macht. Entschuldige, ich rede schon so lange. Du hast keinen Tee mehr, nicht wahr? Ich hole dir noch etwas. Warte eine Sekunde. Papyrus, seine Kochstunde. Er sollte sie genau jetzt haben. Und wenn er nicht dafür hier ist, musst du für ihn einspringen. Was? Kochen? Jawohl. Das stimmt. Nichts hat Papyrus mich näher gebracht als das Kochen. Das bedeutet, wenn ich dir seine Kochübungen überlasse, werden wir uns näher kommen, als du es dir vorstellen kannst. Angst? Wir werden beste Freunde werden. Oh fuck. Okay, dann lass kochen. Beginnen wir mit der Soße. Bam. Warum eine Banane? Sieh dieses Gemüse als deinen größten Feind an. Jetzt zerstampfe sie mit den Fäusten zu Staub. Wie schlägst du zu? Stark. Du schlägst das Gemüse mit voller Kraft und stößt eine Tomate um. Ja, ja. Unsere Herzen vereinen sich gegen diese gesunden Zutaten. Jetzt bin ich dran. Ah. Wir kratzen es einfach später in die Schüssel. Aber jetzt! Jetzt kommen die Nudeln. Hausgemachte Nudeln sind die besten. Aber ich kaufe nur von einem Handelsmarkt. Handelsmarke. Die sind am günstigsten. Leg sie einfach in den Topf. Wie legst du sie hier rein? Heftig! Du schmeißt alles mit voller Kraft in den Topf, inklusive der Verpackung. Es klatscht gegen den Boden. Ja, so ist es richtig. Alles klar, es ist die Zeit, die Pasta zu rühren.
Als Faustregel gilt, je mehr du rührst, desto besser wird es. Bereit? Legen wir los. Jetzt muss ich ganz schnell A drücken. Rühre härter. Härter! Härter! Ah, lass mich mal ran. So macht man das. Alles klar, Zeit für den letzten Schritt. Dreh den Herd auf. Lass diesen Herd deine Leidenschaft ausdrücken. Lass deine Hoffnung und Träume in feurige Hitze übergehen. Bereit? Halt dich nicht zurück. Heißer? Heißer, verdammt! Heißer! Warte, das ist zu. Oh, fuck. Wir haben die Wohnung angezündet. Mann, kein Wunder, dass Papyrus schlecht im Kochen ist. Alter. Was jetzt? Basteln wir etwas Freundschaftsanbände? Ach, was mache ich hier eigentlich etwas vor? Ich habe es echt vermasselt. Was? Ich kann dich nicht dazu zwingen, mich zu mögen, Mensch. Manche Leute kommen einfach nicht gut miteinander aus. Ich verstehe, wie du dich fühlen musst. Und wenn wir keine Freunde sein können, ist das in Ordnung. Denn wenn wir keine Freunde sind, kann ich dich ohne Reue vernichten. Ich wurde besiegt, mein Haus liegt in Trümmern. Und ich konnte keine Freundschaft schließen. Das ist es. Es ist mir egal, ob du mein Gast bist. Ein letzter Kampf, wir beide geben alles. Nur so kommt mein verlorener Stolz zurück. Komm schon, zeig mir, was du drauf hast. Okay. Ich mache einen Toy-Schieb. Du tust so, als würdest du anderen mit voller Kraft angreifen. Wow. 1 HP. Was? Mehr hast du nicht drauf? Selbst bei Angriff mit voller Kraft? Kannst du mich einfach nicht verletzen, was? Weißt du was? Ich möchte auch nicht mehr verletzt werden. Nicht mehr verletzen. Erst habe ich deine zuckersüße Masche gehasst, aber die Art, wie du gerade zugeschlagen hast, hat mich an jemanden erinnert, mit dem ich trainierte. Jetzt weiß ich, dass du nicht nur ein Verlierer bist. Du bist ein Verlierer mit einem großen Herzen. Genau wie er. Hör zu, Mensch. Es scheint, du und Esko seid dazu bestimmt, dazu zu kämpfen. Aber wie ich ihn kenne, will er das wahrscheinlich gar nicht. Rede mit ihm. Du kannst ihn bestimmt überzeugen, dich gehen zu lassen. Vielleicht fällt ja ein böser Mensch herunter. Und ich nehme stattdessen seine Seele. Macht Sinn, was? Oh, wenn du Esko verletzt, nehme ich die menschlichen Seelen und überquere die Barriere. Und mache dich fertig. Dafür sind wir Freunde doch da, richtig? Und jetzt nichts wie raus mit dem brennenden Haus. Das Haus heult. Das war witzig, was? Wir müssen irgendwann mal wieder abhängen. Aber, irgendwo anders. In der Zwischenzeit werde ich bei Papyrus sein. Wenn du mich brauchst, schau doch einfach in Snowden vorbei. Oh, und wenn du jemals Hilfe brauchst, ruf einfach Papyrus an, okay? Da wir beide am selben Fleck sind, werden wir beide helfen können. Nun, man sieht sich, du Rabauke. Puh. Was hat jetzt die ganze Folge gezogen? Interessant. So, ich laufe zurück zu Hotland und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Undertale. Wenn euch die verrückte Folge gefallen hat, dann liked doch, abonniert, falls ihr neu seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Undertale. Ciao.